Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria. Ja, ich habe mir ja mal Gedanken gemacht in den letzten Tagen. Für euch kommt die Folge eh morgen raus, aber wie gesagt, ich habe mir Gedanken gemacht in den letzten Tagen, was ich mal bastel als nächstes. Erstmal können wir ein bisschen wegpacken. So, Quickstack, ja, dann können wir uns gleich mal vorbereiten. Dann seht ihr, was es ist, wenn ich da am Vorbereiten bin. Ja, lol, bla. So, das sind Solar Flight. Die können so weg, die können so weg, die können so weg. Den Kram kann man eigentlich mal behalten. Dann brauche ich nicht weiter zu Quickstacken. Quickstack, so. Die zwei Kobalts, da muss ich nicht wohin, oder wie? Na, Kobaltbarren. Ja, ich muss es irgendwie mal besser aufteilen. Machen wir es mal hier rein, das ganze Kobaltzeug. Weil für ein, zwei Erze wollte ich jetzt nicht extra noch eine neue Kiste anfangen. Zumindest noch nicht. So, Steine und Erde brauchen wir für unser Vorhaben. Können wir gleich mal schön verwursten, das ganze Zeugs. Steine. So. Na, Erde brauchen wir vielleicht nicht, aber auf jeden Fall die Steine. Und ich wollte keine Bricks machen. Stonewall. Ich hoffe, das sieht nicht so bescheiden aus. Na egal, komm. Lup. Reicht fürs Erste. Ich wollte noch was basteln. Mal gucken. Dazu muss ich den... So, jetzt mal die hier. So, machen wir es erstmal. Jetzt muss ich gucken, ob ich das so schon bauen kann. Nee, muss ich mal kurz den Guide befragen. Der müsste hier gewesen sein, genau. Crafting. Eine Fackel dazu brauchen wir tun machen. Fackeln, ja, können wir auch locker bauen. Holz müssen wir genug haben. Ja, komm, reicht. Mit 33 Fackeln oder wie viel brauchen wir dafür? Ich werde sehen. Wir haben ja eigentlich genug Materialien dafür. Ja. So. Fackeln. Fackel. Achso, anklicken erstmal. So. Guck ich mal bei den Ichor-Torches. 33 können wir aus 33 Fackeln und ein. Achso. Na gut, okay. Die werden ja wohl dicke reichen. Ach komm, machen wir gleich ein paar mehr. Braucht ihr nur dreimal Echo und dann ist auch gut. So. So. Ah, ja, ja, tu mich. Can be placed in water. Das ist das, was wir vorhaben. So. Ah, ich behalte erstmal die Rüstung an. Und. Ah ja, ich wollte erstmal was hier unten gucken. Ja, ich hoffe, da muss ich nicht extra nochmal hin, um das auszufüllen. Ja, irgendwelche Viecher porten sich hier. Ja, ja, natürlich auch. Wen anders offen müsse. Wir sind zu weit. So. Jetzt kriegst du gar keinen mehr auf die Nüsse. So. Hier wollte ich hin. Und... Naja,
Stirb einfach. So, bevor wir es da was ins Wasser packen. Boah, das gibt Portal auf den Sack. Na egal. So geht's. Gibt's da keinen? Haben wir hier nichts? Doch, klar. Oh, da haben wir uns schon mal ein bisschen Arbeit gespart. Ich meine, gut, okay, wenn wir es offen haben, ist klar, dass da was spawnt. Hier ist überall nichts. Nö, da haben wir es tatsächlich offen gelassen. Vielleicht hätte ich das einfach auch mit Erde ausfüllen können. Na egal, komm. Druf Geschisse. Ich mach's mit Stein, auch wenn das ein bisschen sehr grau ist. So, es wird mir ein bisschen zu dunkel. So, weiter geht's. Also wie gesagt, ich wollte das erstmal mit Stein, oder wie ihr seht, meine ich eher, ich wollte das nur mit Stein ausfüllen. Kann nicht da hochfliegen, egal, können wir später noch korrigieren. So. Nein. So ist gut. Hammer. Gut. Das müssen wir nochmal anders machen, glaube ich. Und noch ein bisschen Wasser reinfüllen. Ich kriege das alles hin. Aua, aua, aua. Weiter geht's. Oh, ja, portet noch tausendmal hin und her hier. Hauptsache es nervt. So. Die brauchen wir erstmal nicht. Quatsch, die. Ja, doch. Klar. Das Schmetterlingsnetz meine ich natürlich. Brauchen wir erstmal nicht. So. So. Ja, das, was ich jetzt mache, geht natürlich relativ schnell. Obwohl wir schon 7 Minuten am Aufnehmen sind, circa. Gras. Ah ja. Moment, das müsste doch... Ja. La la la. So, da geht es nicht. Aber so geht's. Frosch klickert da wieder drüber, vermute ich mal. So, jetzt fülle ich das einfach halt, wie ihr unschwer zu erkennen ist, einfach mal mit der Wand aus, damit hier nichts spawnt. So. Manuell praktisch machen, nicht automatisiert durch den Smart Cursor. Soweit denkt er leider nicht. Na gut. Achso, das ist ein Gras. Schon alle? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na gut. Wie mache ich das mit den Eimern? Mit dem Wasser meine ich.
Einfach irgendwo anders zwei Eimer Wasser abschöpfen oder. Und eine Etage weiter zubauen, das geht ja auch. Ja, ich wollte trotzdem Steine machen. Steinwände, meine ich. So. Ja, anklicken. Dann rechtsklick drauf. So, reicht. Flupp. Ups. Doch, hier waren wir. Nee, hä? Ah, da. So. Habe ich Ton überhaupt an? Ja, müsste ich. Gut. Ja, da. Warum mache ich das so kompliziert? Weil ich weiß nicht. Machen wir erstmal hier weiter. So. Also das geht nicht. Na, so geht's doch. Da. Na. Ja, weil wir hier Dschungeltempel gebaut haben. Wie immer die Dschungeltempelmusik, sag ich schon, die Dschungelmusik. Den Stein können wir da eigentlich auch lassen, weil das bauen wir ja eh zu. So, damit hätten wir das. Jetzt baue ich mal ein paar Ichor-Fackeln. Hat's noch Ichor-Fackeln dabei? Mann, dann eben so. Oder so. Ja, genau, die sollen so ein bisschen dran hängen. Teilweise so. Mal gucken. Ich würde es einfach mal beleuchtet haben, noch zusätzlich, dass man auch mal was sieht davon. Und diesen unterirdischen See. Ja gut, erstmal so willkürlich, das kann man später immer noch schön machen. Was machst du denn hier? Gut. Machen wir da noch einen hin, der ist auch gut. So. Bevor ich mir jetzt irgendwas ausdenke, oder wie ich das mache, auch hier könnt ihr mal vorschlagen, was ich hier draus mache oder wie ich das umsetze. Ich dachte mir, ich mache hier so eine Art Grotte rein und lass halt, also nimm halt ein bisschen Wasser weg davon, mach so eine Art Grotte, wo man dann praktisch ja nicht reinkommt direkt, weil sonst fallen auch die Monster rein und sammeln sich wieder da, was wir ja verhindern wollen, aber dass halt nicht das Wasser vollständig das ausfüllt, sondern ein Teil, da hat man so eine Art Unterwassergrotte. Wo reinkommen könnte ich natürlich auch mit einem, wie heißt das nochmal, mit einem Teleporter, ha, von zum Beispiel da aus. Könnte man sogar unter Wasser Bett machen und unter Wasser Dings und dann könnte man unter Wasser spawnen. Ja, eine zweite Wohnung für als Fischmensch und so, bla. Meine ich, das ginge, wenn man das zubaut? Ja, doch, das ging. Müsste man halt für den Ausgang nur so eine Art, also wo das Bett drin ist, müsste man dann, glaube ich, mit Plattformen arbeiten oder so ähnlich.
Weil die Wand ja nicht komplett... Na doch, die Wand wird ja komplett sein, auch wenn es eine Grotte ist. Wie auch immer. Zu bauen. Wie wär's damit? Was mal hier rüber. Unicorn Banner, ja, davon haben wir bestimmt auch ein paar. Was mach ich denn? Ist ja egal erstmal. Aua. Was ist das denn für ein Scheißvieh? Oh, wie kommt das blöde Auge da rein? So. Oh, jetzt nervt der Race. Warte mal. Ach, ich hab diesen scheiß Extendo-Grip nicht. So, ich darf nicht auf die Leertaste gedrückt halten. So, Leertaste loslassen dabei. Jetzt müssen wir mal ein bisschen nachkorrigieren. Ihr wollt mich doch fahren. Ach so. Oh. Gut, bauen wir da die Wände wieder hin. So. Da kriegen wir das Erde-Dings nicht weg. So, kriegen wir es weg. Gut, der Rest wächst wieder nach. Jetzt haben wir es ein bisschen beleuchtet. Kann ich den hier mal wegklicken. Jetzt sieht man ja wesentlich was. Auch wenn es unter Wasser ist. Aber wie gesagt, da... Die Fackeln kann man alles noch umbauen. Und da kann man auch noch eine Grotte vielleicht draus machen. Ich muss mal gucken, wie das ist. Also ich weiß nicht, könnt ihr mir ja sagen. Yes. Ich sehe da gerade was. Ich weiß nicht, wie das ist mit, wie heißt das nochmal, mit selbst hingebauten Dreckwänden, ob davor auch Mobs spawnen oder nur von natürlichen. Also wenn da jemand was Genaues weiß, erzählt's mir doch einfach. Und wie gesagt, man könnte dann halt auch praktisch die Kräuter so ein bisschen mit Dreckwänden abwechseln, wenn das tatsächlich so geht. Steinwände sind erstmal natürlich dazu da, damit da keine Mobs spawnen. So. Hier mache ich nochmal eine Fackel hin. Was geht das mit dem Setzen? Komisch. Naja,